Hey Leute, ihr seht, ich sitze gerade bei mir im Arbeitszimmer. Ich habe gerade eine Runde gestreamt und gezockt. In der Theorie sollte das heute eigentlich ein super entspannter Tag werden. So, heute ist Donnerstag, Wochenende jetzt faktisch, heute morgen ist Karfreitag. Ich bin krank. Wie so oft, ich habe Halsschmerzen. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal zu Netto, Lidl, was auch immer jetzt hier am nächsten ist, fahren und schauen, ob die noch Suppengemüse haben. Ich komme einfach nicht hoch. Ich schaff's nicht, aus diesem Scheißstuhl aufzustehen. So demotiviert war ich schon lange nicht mehr. Na gut. Ja, Ich hab's auf jeden Fall schon mal aus dem Zimmer da rausgeschafft. Jetzt versuche ich mir die Schuhe anzuziehen. Ich denke, das kriege ich noch hin. Übrigens, es ist super schwer, nicht dahin zu gucken, sondern da rein zu gucken. Ja, ich meine, so ein bisschen ein Gefühl hat man das ja schon, ob man gerade vor der Kamera steht oder nicht. Aber ich meine, zu wegen Höhe und so. Ist schon wichtig. Also, ich habe mir mal von einem schlauen Mann sagen lassen, dass man im oberen Drittel irgendwie seinen Kopf haben soll. Warum auch immer. Max, weiß nicht, vielleicht kannst du es mir beantworten. Ich mache jetzt erstmal los und netto. Ich werde das safe so bereuen, ohne Jacke rausgegangen zu sein. Mal sehen. Mir fällt jetzt auch gerade beim Aussprechen ein, das ist eigentlich übelst dumm, dass ich jetzt keine Jacke anhabe, weil ich habe ja schon Halsschmerzen. Ich bin so ein Trottel manchmal wirklich, aber ich gehe jetzt nicht nochmal hoch. Das ist gar nicht mal so warm. Ich werde mal gucken. 10,5 Grad. Ich bin so ein Trottel. Wurde auf jeden Fall mal Zeit, dass ich hier in das Auto gestiegen bin. Ich habe ganz vergessen, dass der Tank sowas von leer war, dass ich überhaupt noch zur Tankstelle gekommen bin. Das ist ein Wunder. Gut, jetzt geht's einkaufen. Chillig. Naja, ich glaube, Suppengemüse gibt es wahrscheinlich immer überall. Besser ist das. Es haben sich unbeabsichtigte Umstände ergeben, dass ich Stella jetzt einfach abholen fahre. Die war noch in der Stadt und die hole ich jetzt ab. Bitte nicht da rein. Schade. Schlüssel? Und wie man so ein Ding am besten schält, ich mache das halt immer so mit dem Messer. Wahrscheinlich ist das auch korrekt. So, und in den Topf zwei Möhren. Und in den Topf. Ich mache da immer gerne noch anderthalb Kartoffeln rein. Nur schon mal für später. Das Ganze jetzt aus ist ja ein Topf halt. Ne? Ich habe mich jetzt gegen Huhn gesträubt quasi, weil wenn das einfach zu lange dauert, da ist ein bisschen Huhnfleisch drin. Das Huhnfleisch, Hühnerfleisch. Ja, bin schon wieder völlig fertig. Warum das Ganze habe ich euch ja vorhin schon erzählt, wegen meinen Halsschmerzen. Einen wunderschönen guten Morgen. Stella ist gerade bei ihrer Mom, sich die Haare färben. Und ja, ich werde gleich eine Runde streamen. Meine Freunde, es ist der Ostersonntag. Für uns beide geht's jetzt zu ihrer Großmutter
und ihren Verwandten und danach geht's zu meiner Familie. Also wir haben einen relativ straffen Zeitplan jetzt für Ostern. Oh Leute, ich schwör's euch, so geiles Wetter schon wieder. Das toppt einfach das Wetter von gestern nochmal bestimmt so 30%. Gestern waren so 22 solide Grad Sonne und heute ist einfach gefühlt nochmal besser. Ja, wir sind jetzt hier im Garten von der Omi, von Stella. Wir durften auch gerade schon Ostereier suchen, so mäßig voll süß. Ja, jetzt warten wir noch auf zwei, drei Familienmitglieder aus ihrer Familie und dann gibt's auch schon Mittag. Ja, wir sind hier im schönen Löschwitz. Löschwitz. Ist auf jeden Fall super cool hier. Du kannst von dem Punkt da, wo der Garten ist, so voll auf die Elbe runter gucken. Ist schon ziemlich nice. Ja, bei meiner Familie ist das so Tradition, dass wir zu Ostern halt noch suchen müssen, egal wie alt wir sind, das ist egal. Und ja, meine Mutter versteckt jetzt auch nochmal was. Spielt Osterhase quasi. Bist du Marathon gelaufen oder? Ey, das war anstrengend. So, was ist denn jetzt so? Wir haben es endlich in Spreewald geschafft. Wir waren jetzt gerade schon bei meinen Großeltern und haben dort Kaffee und Kuchen gegessen. Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Jetzt sind wir gerade kurz zu mir gefahren. Chillen kurz, gucken kurz zwei, drei YouTube-Videos und fahren dann in anderthalb Stunden oder sowas wieder rüber. Also, das ist in einem Ort, von daher geht das, ist das relativ einfach zu erreichen. Wir sind jetzt hier auf diesem leicht hohen Turm. Cottbusser Ostsee, dieses Tagebaugebiet, was so voll gefüllt wurde. Das ist ja, ist wirklich insane groß, ne? Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir haben es jetzt ganze 5 Tage später. Mir geht's wieder blendend, bis auf, dass mein Rücken voll reinkickt. Also ich habe extreme Rückenschmerzen. Aber ich quäle mich jetzt trotzdem aufs Fahrrad und werde jetzt Richtung Elbe fahren. Weil heute ist der Trödelmarkt und da nehme ich euch mit. Ich bin jetzt schon irgendwie mit meinem Fahrrad in die Stadt getingelt. Ich überlege halt noch, ob ich mir vorher was zu essen hole. Mittlerweile auf dem Trödelmarkt angekommen. Ich habe mir beim Bäcker tatsächlich noch ein Käse-Schinkenbrötchen gekauft für völlig überteuerte 1,40 Euro. Aber wahrscheinlich ist das halt einfach so. Ich meine, ich muss mich auch nicht mehr aufregen. Wir leben im Jahr 2024. Da kickt die Inflation nochmal ganz anders. Ja, ich werde jetzt erstmal irgendwie zu Maxheim Stand. Ich habe die schon gefunden. Aber ich muss gucken, wo ich mein Fahrrad abstellen kann. Weil mich Max darauf hingewiesen hat, dass das jetzt hier so nicht funktioniert. Verständlicherweise, weil da kann ich mal umgucken. Das ist recht voll hier. Genau. Aber ich werde jetzt wieder zu den anderen gehen und schauen, ob ich da vielleicht was zu trinken abstauben kann. Und ich bin schon wieder völlig dicht. Alter. Ist schon dicht? Bei Max seinen Stand angekommen. Kannst du seine Klatze nicht anfassen? Kannst du sie für mich anfassen vielleicht? Was denn? Seine Klatze? Wenn du Schücher brauchst, ich hab Schücher. Guck mal, das ist doch einfach eine... Ach, der Nachbar. Der Nachbar war das. Let's go. Statement, Camille? Es ist wirklich Trödel, also rück die Moneten raus. Ich rück hier gar nichts raus. Ich hab nämlich nichts mit. Also doch, das hat zwei Räder. Fuck you. Bist du was anscheinend? Die Winter sind wie die Kinder. Das ist wie das krank. Das ist ja natürlich. Ne, Großteil schon, ja. Ja klar. Dann haben die einen Birnenschädel, die vertrauen doch nicht. Oh Mann. Ja, wir wurden jetzt hier alles verscheucht. Gut, ja. Aber die hören sogar noch nicht. Naja, wie der Papa. Vorne müssen sie hören, ne? Wohl wahr. Gut, mach dir dein. Gut. Du kannst ja hier das. Alles klar, jetzt gehen wir mal runter. Wir wurden jetzt hier verjagt vom Stand, weil einfach die Psychose komplett reinkriegt. Wir sind einfach, das ist ein halbes Fantreffen und es kommen halt keine Leute mehr an den Stand ran. Das ist problematisch. Ja, auf jeden Fall laufen wir jetzt alle irgendwie zur Elbe und da wird dann mehr oder weniger Zeit verbracht. Ja, das Wetter heute ist natürlich auch schon wieder richtig Premium. Ja, da sind so viele Leute hergekommen. Was machen die denn da? Also die Kinder sind halt wirklich an der Elbe. Hier ist das Wasser direkt vor mir. Er ist schon wieder völlig gestört. Die anderen sind noch da. Und Gamel. Ich habe das erste Mal in meinem Leben
Unterschriften gegeben. Es ist wirklich krass. Es ist wirklich krass. Ich habe das erste Mal Unterschriften gegeben. Ich wurde das erste Mal, also nicht das erste Mal, aber das erste Mal vermehrt an einem Tag gefragt, ob ich Bilder machen kann mit den jeweiligen Personen. Und da unten ist die Psychose. Der Nachbar! Alter! Jamal! Es macht einen Heidenspaß, hier mit den ganzen Fans von Max sich zu treffen. Es ist halt wirklich ein halbes Fan-Treffen. Und ja, ich freue mich, den Vlog schneiden zu dürfen, tatsächlich jetzt schon. Wir gehen dann später irgendwann noch auf den Rummel. Und es kommen halt einfach immer mehr. Es kommen halt, wenn ich jetzt lügen müsste, sind bestimmt schon 40 Fans da. Und das hat auf so einer Traube 40, 50 Leute locker. Völlig krank, völlig krank. Da werden sich ganz wilde Tattoos gemacht. Ich habe mich jetzt mal wegbewegt von der Stelle. Ja, es ist halt echt krass, was das für Ausmaße hier annimmt. Ja, es ist halt wirklich heftig. Zum Aldi oder sowas laufen. Weil ich insane Durst habe, insane Hunger habe, aber nicht irgendwie, weiß ich nicht, 6 Euro für irgendwas bezahlen möchte. Ich habe mich jetzt hier irgendwo auf eine Treppe gesetzt an der Elbe. Ich muss erstmal was essen. Ich habe heute auch nur so eine Brötchen dann gegessen, was ich mir vorhin geholt habe. Ich hoffe halt, dass Stella bald kommt. Naja, dann so. Zeitnah wird es, denke ich, entspannter. Vorhin war richtig viel los. Krank. Schmeckt halt auch wirklich nicht richtig gut, ne? Das ist übelst trocken. Oh Mann, das habe ich ja jetzt erst gesehen, bis die Kamera einen übelsten Fettfilm drauf hatte. Naja. So eingeweicht ist besser. Wir haben es jetzt 12:45. Der Stand wird jetzt langsam zusammengepackt. Und wir werden uns dann langsam Richtung Rummel bewegen. Die Jungs da vorne machen eine übelste Psychose. Ich weiß nicht, die haben jetzt angefangen, Karaoke zu singen. Jetzt kam die Security an, um das Ganze hier aufzulösen. Zu Recht! Und wirklich, also, ich weiß ja nicht, was ich zu sagen soll. Es ist komplett krank. Wir haben es jetzt hier zum Rummel geschafft. Im Hintergrund seht ihr das Riesenrad. Die Gruppe ist mehr oder weniger immer noch dieselbe, die sich hier durch die Stadt bewegt. Wir haben jetzt gerade den Freddy und den Supra noch getroffen. Die kommen natürlich auch mit rein. Wir haben den Rummel jetzt verlassen, also mit wir meine ich mich und sie. Wir werden jetzt nach Hause fahren. Es ist nämlich schon 3:45 und ich bin seit um 9 unterwegs. Boah. Moin. Ich liege hier gerade bei strahlendem Sonnenschein, wie unschwer zu erkennen ist, auf meinem Balkon. Ich habe mir aber gestern einen super heftigen Sonnenbrand zugelegt, auf der Nase zumindest. Also man sieht den Unterschied, wo ich meine Brille getragen habe und wo nicht. Auf jeden Fall freut es mich, dass ihr... Boah, es geht nicht, ich kann nicht, geht gar nicht, ne? Freut mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde mich nach wie vor über einen Kommentar und über ein Abonnement freuen. Ist kostenlos. Ja, genau.